Weil ich Ult hab vielleicht. Jetzt sind die! Let's go! Okay, nice. Who's that Pokémon? It's no way for you! Das ist wirklich die Straße des Grauens, ne? Skana, Sivir, Sion, Sin, Shivana, Shin, Shaku, Set. Oh mein Gott. Also das hier wird ein Diamond 1 Abstieg. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn nicht Diamond 2. Sichuani, Samira. Und dieser Buchstabe ist so rough. Und dann kommt Rengar Riven auch noch. Okay, ein Earth noch. Let's go. Und wir schauen uns an, was bei Kani gegen Dings los ist. Bei Kani gegen Johnny. Die längste Winstreak in der Geschichte von Ed Argorin, lol. Wait, what? Okay, schauen wir uns an, was ist Johnny? Also hier ist irgendwas von Johnny. Okay, also was ist hier passiert, Leute? Warte mal, Kani ist free. Kani mache ich mir nie Gedanken. Kani ist free. Also Kani ist ja nicht mal der beste TFT-Spieler in NNO. Da kann ich noch nicht mal der beste TFT-Spieler in seiner Wohnung. Das ist auch sehr true. Jani ist sehr gut in TFT tatsächlich. Aber ich meine, das passt ja, ne? Kani ist ja auch nicht der beste Supporter in NNO, also schließt sich da kein. So, jetzt viel. Warte mal, Kani, das ist das gar nicht. Kani. Ja, ich meine, das ist natürlich. Also, das ist. Ich kann verstehen, dass Kani das auf den Sack geht mittlerweile. Aber das ist eigentlich. Also, ich kenne ja Johnny auch schon. Das ist als Friendly Banter angedacht. Also, das ist jetzt nichts, wo ich Johnny irgendwie eine böse Absicht unterstellen würde oder so. Das klingt für mich nach Friendly Banter. Das klingt für mich, als hätte er da einen Scherz gemacht. So standardmäßig dieses Kani-Hu, Kani-Schlecht. Kani das ist, also, ich glaube nicht, dass Kani er das böse war. Der beste TFT-Spieler. Ehrlicherweise. Da kann ich noch nicht mal der beste TFT-Spieler in seiner Wohnung. Das ist auch sehr true. Aber ich meine, das passt ja, ne? Kani ist ja nicht. Ich kann halt verstehen, dass. Schließlich dass Kani das ärgern würde, weil das jemand ist, der ihn nicht so kennt. Ne? Also jemand, der praktisch, also jetzt kein Kollege oder Freund von ihm ist. Ne? Das, mal schauen. Wie kann es sein, dass wir eigentlich nie was miteinander zu tun, oh Gott, miteinander zu tun haben? Und das Einzige, was ich immer von wieder höre, sind vollkommen unangenehme und überzeugende Fronts. Wenn ich irgendwann was falsch hätte, dann ist das groß schön, aber frag mich nur, woher das kommt. Dadurch die Nähe zu Brügge und Co. hat mir eine parasoziale Freundschaft zu dir entwickelt, die aber so gar nicht real etabliert. Ja, das denke ich auch. Also, der weiß halt einfach, Brügge macht gerne mal Scherze über Kani. Auch die anderen Jungs von NNO machen gerne mal Scherze über Kani. Wir haben ja da so einen Benter, ne? Aber mittlerweile ist er ja auch einer von den Großen und schießt gerne zurück. Ich glaube nicht, dass Johnny das böse gemeint hat. Ich kann verstehen, dass Kani das ärgert, aber niemals hat Johnny das böse gemeint. Und die haben das hier erwachsen ausgesprochen und fertig in meinen Augen. So, also ich glaube nicht, dass das so wild ist, ehrlicherweise. Ich glaube, die zwei kriegen das schon hin, um ehrlich zu sein. Das sind zwei große Jungs. Jetzt gibt's noch eine Runde Earth und dann gehe ich in den Feierabend, Boys. Wir spielen den Shaco an. Ich glaube, Shaco im Earth ist eine der toxischsten Sachen, die man überhaupt spielen kann, wenn ich mich nicht täusche. Die Frage, ob man auch mit Box schon starten würde. Immer so eine Box. Doing a little bit of boxing. Ich muss sagen, Jinx in jedem Earth ist echt fucking nervig, ne? Hier nochmal ein Quadrat hingemacht. Ach du Scheiße, bro. So, ich glaube, wie viele Boxen kann man denn gleichzeitig stehen haben auf Shaco? Ein Schuss einfach gegen Wicked. Das ist gleich nicht der echte Wicked, ne? Ja, Jinx ist sehr broken im Earth, wenn ich jetzt nicht ganz falsch unterrichte. Ich glaube, die ist sehr, 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 sehr broken. Aber ja, ich meine, es gibt viele Sachen, die broken sind. Ich meine, es ist ein Fun-Mode, ne, am Ende des Tages. Es muss nicht alles balanced sein in einem Fun-Mode. Holy shit, ist das nervig. Auch mal die Tür für Iket und mich öffnen, sag ich. Ihr seid schon da? Oh mein Gott. Ich bin mal wieder zu spät. Warum hab ich noch ein Earth gemacht, die Baboon, ja, komm, ich bin gleich da. Ich bin so gut wie da, ja. Kein Problem. Ich bin so gut wie da. Es stehen schon Leute vor der Türe fest. So, ich muss einmal ganz kurz aufmachen. Also ein Earth war schon noch drin, ne? Ah, ich bin gleich wieder da. So, entschuldigt bitte.
Da bin ich doch schon wieder. Das war jetzt natürlich, also wenn ich jetzt, jetzt bin ich kurz vorm Bann auf dem Account wahrscheinlich, wenn ich so weitermache. Die hat meinen ganzen Turret in der Zeit genommen. Ich musste kurz das Haupttor runterlassen, ja, die Zugbrücke, Leute, das ist ganz normal. Könnte leicht zu spielen hier. Vielleicht wäre es besser, das W zu maxen. Weil ich Ult habe vielleicht. Jetzt sind die! Let's go! Okay, nice. Very nice. Das ist halt schon geil, ne? An Chakra, muss ich sagen. Das ist schon sehr cool. Und jetzt kann man doch auch so coole... Kann man jetzt nicht auch so super coole Plays machen, wie das hier? Der Tanz, der Tanz. Sie hat leider Ignite. Das heißt, wenn ich reingehe, bin ich instant tot. Ich glaube, selbst am AOE würde ich jetzt gerade sterben. Nein, ich hätte das outflanken können. Schade. Das hätte man bestimmt irgendwie outflanken können. Das macht ja so Spaß, Alter, Schako. Nicht gut. Oh. Let's fucking go, Leute. Okay, so was als nächstes bauen? Rocket Belt? Nee. Was ist denn gut? Lichtspin? Nee. Ich weiß nicht, was ich. Horizon Focus? Stimmt. Wie immer zu spät. Ich weiß nicht, wenn ich einmal in meinem Leben pünktlich wäre bisher, das wäre schon sehr krass, muss ich sagen, ne? Wenn ich einmal in meinem Leben pünktlich wäre. Der Twitch-Chat winkt zurück. Da ist er doch. Das ist so ein geiles. Also, das ist echt ein geiler Champion. Aber ich befürchte, ich werde halt nicht carryen können, wenn ich jetzt nicht langsam mal ein bisschen absteppe hier. Weil die Gegner haben halt schon unsere gesamte Base, muss man sagen. Ja, vor allem bei dieser. Das ist auch. Ist eigentlich auch nicht einfach, ne? Zu spät zu sein, wenn du bei dir zu Hause bist. Wenn der Treffpunkt ist einfach bei mir. Aber ich glaube, der ist trotzdem tot, ne? Au. Der hat das dauerhafte 4-Zeichen drauf, aber er ist, glaube ich, nicht so. Er hat nicht so Angst, befürchte ich. Sag mal, jetzt Twitch-Chat, ne? Unter uns. Kann es denn sein, dass in Earth alles broken ist, was nur Auto-Attacken muss? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass, also legit, was broken ist im Earth, sind einfach lauter so Outer-Deck-Champions. Das ist heute geplant, wir gehen essen, gehen wir. Wir gehen zu einem, ich weiß nicht, was ist das genau, Kevin? Irgendwie Mystery-Murder-Dinner oder so, ne? Du bist zu alt für Earth. Tatsächlich fühle ich mich manchmal schon ein bisschen alt hier bei Earth, bis ich hier alles unterkriege. Hummer und Kaviar, ja. Ja, mit Kevin ist immer Hummer und Kaviar. Ich kann froh sein, wenn ich Currywurst mit Pommes Fritz bekomme. Crit ist halt gebufft, alle haben dauerhaft den EE-Effekt. Ja, das wirkt so strong immer. Dann kannst du deinen geliebten Chat nicht alleine lassen. Heute, ihr werdet heute einen Tag ohne mich auskommen. Dafür bin ich den Rest des Wochenendes, gibt's richtig viel Stream, okay? Aber heute müsst ihr einen Tag stark sein. Es gibt entweder eine Win-Challenge ab morgen oder ich mache so eine Solo-League-Win-Challenge, wo ich einfach schreibe, ich mache 20 Champions. Also eigentlich keine Win-Challenge, sondern wir zocken einfach A bis Z, bis wir nicht mehr können. Und währenddessen machen wir Jump King Map 3. Ich will dieses A bis Z-Projekt. Wir sind auf keinem guten Pace bis jetzt beim A bis Z-Projekt, kann ich euch sagen. Das ist nicht der Win-Out-Pace, ja. Ja, eins. Das ist so cool. Also Shaco ist schon mit der coolste Champion in Earth. Das ist auch so annoying, dagegen zu spielen. Aus die strategische. Oh, die strategische.
Oh, das wäre fast so gut gewesen, ne? Es wäre fast so gut gewesen. AP-Ramos ist auch witzig auf die Base-Ulten. Wie funktioniert AP-Ramos oder was macht den stark im Earth? Macht der Damage an Struktur? Also es gab mal so eine Zeit lang, gab es so einen Playstyle, da haben alle Leute diesen Baus-Sion gespielt. Ich weiß nicht, ob das immer noch gut ist, aber es gab mal so eine Phase, da haben alle Leute Baus-Sion gespielt. Ich hab meine Ult nicht gedrückt. Wupsi. Ja, Schwupsi-Boys. Aber bis jetzt, jedes Mal, wenn ich gegen Jinx gespielt habe, habe ich verloren. Ja. Ich weiß nicht, ob ich einfach kacke bin, aber gefühlt so Jinx und Vayne und Twitch und so, diese ganzen Long-Range AD Carries oder Reset AD Carries, die wirken so overtuned im Earth, muss ich sagen. Ich habe auch gesehen, dass Jinx ist statistisch gesehen der beste Earth-Champion gerade. Was ist der Delph? Warum kommt der nie zu mir? Ich muss irgendwie die zwingen, zu mir zu kommen, damit ich sie outplayen kann, ne? Das heißt, dass man hier so richtig overaggressive spielen. Der fit vielleicht mehr. Oh, genuin. Nein! Aber er stirbt auf jeden Fall. Wait, what? Nutze die Boxen. Ja, nutze die Boxen. Ist das Game? Ich glaube, wir können enden hier. Let's fucking go. Aber das ist, also, ich meine, es ist ein bisschen nasty, ne? Aber das ist der lustigste Playstyle by far. Das ist wirklich der lustige Playstyle by far. Bald kommt Chaco. Ich hoffe, wir können auch Api-Chaco theoretisch probieren. Mal schauen, ne? Leute, das war's mit dem Stream heute. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben ein paar Champions abgeschlossen. Nicht zu viel, leider. Nicht wirklich weit gekommen in den 4 Stunden. Ich bin heute Abend weg. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß mit der LEC oder was immer ihr noch heute sonst vorhabt. Und wir sehen uns in aller Frische morgen wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. Ciao, ciao. Bis dann.